Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, Episode 12. Und es ist für mich persönlich schon ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir ein paar Sachen aufheben, noch einen Riesen töten und über das Dach latschen. Ich frage mich nur gerade, was wir zuerst machen. Ich denke, wir sollten mal schnell die Sachen aufheben, die da noch rumliegen. Und das war der Eingang da, genau. Wir haben ja den ersten Riesen umgebracht und oben lagen noch ein paar Sachen rum. Nicht wirklich viel. Aber man kann das ja mal schnell aufheben. Den zweiten Riesen haben wir nicht umgebracht, weil wir noch die Dialoge mit Patches haben wollten. Wenn man den zweiten Riesen umbringt, dann ist Patches beleidigt, weil man ja seine Falle schon vorher kaputt gemacht hat und nüllt darum. Und ich finde das lustiger, die Falle auszulösen. Die möchte gern Falle. So, drei Dinge sehe ich. In diesen Nebenräumen ist nichts. Wieder Kamikaze. Nameless Soldier. Hier ist was Wichtiges. Lloyd's Sword Ring, geil. Und Exploding Bowls, die da oben schießen nicht, das ist gut. Ich muss aufs Dach, deswegen, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Das ist der Ring, der einem mehr Angriffskraft gibt, wenn man volle HP hat. Ring given to Knights of the Way of White. Depict Allfather Lloyd's as Sword of Lore. Boosts attack power when HP is full. Much time has passed since the worship of Lloyd was common in the Way of White. The clerics of Karim had always strongly asserted that Lloyd was a derivative fraud and that the Allfather title was self-proclaimed. Ja, liebe Karim-Leute. Lloyd war schon... Also es gibt an seiner Position nichts anzuzweifeln. Allfather Lloyd. Er ist kein Fraud. Und warum die Knights of Karim an ihm zweifeln, da fällt bei mir gerade der Groschen nicht, was die da für ein Problem mit ihm haben. Sie, aber wir müssen jetzt aufs Dach. Ich war da oben schon. Ich wollte uns ein bisschen Zeug farmen von der... Entschuldigung. Von den Cathedral Knights, aber die haben mir ihre Waffen einfach nicht hinterlassen. Und ja, ärgerlich. Aber irgendwann wird man auch ganz schön stumpf im Kopf nach langem Fahren, also habe ich es dann wieder gelassen. Und der Typ hinterlässt beim ersten Mal einen Ring, einen Deep Ring, Ring of the Deep, der ist... A ring bestowed upon the deacons of the Cathedral of the Deep allows attunement of additional spells. In the cathedral slumber things most terrible, das stimmt allerdings. And as such, the deacons require a grand narrative to ensure that they do not falter in their duty. a philosophy to ward away the mad is beckoned by the grotesques at hand. Ja, damit die nicht alle bekloppt werden bei den Sachen, die sie hier in der Kirche verstecken. Ist das vielleicht eine ganz sinnvolle Maßnahme? Huch, blöde Wurzel. Holen wir uns den Typen mit. Der läuft uns nicht hinterher, wenn ich mich nicht irre. Aber er gibt Seelen und Shards. Huch. War jetzt kein eleganter Abgang, aber... Ein Abgang ist ein Abgang. So, jetzt müsste hier nochmal einer kommen. Genau. Tschüssi. Und welches er? Und dann nehmen wir den linken Eingang. Den. Und latschen erstmal nach rechts.
Man kann auch erstmal nur durchlaufen, weil einige der Gegner erreichen einen niemals, weil sie einfach nur runterfallen und sterben. Schauen wir mal, ob der Kleine dazu zählt. Ne, der hat es einfach aufgegeben. Der hatte keine Lust. So, jetzt zu dir. Ich will dein Schwert, Kollege. Möglichst nicht in meinem Gesicht, sondern in meinen Händen. Seek Guidance. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ein klein wenig, weil der hält nicht lange, das Miracle. Und das macht wenig Sinn für Blessing Gem. Das macht relativ wenig Sinn. Verzaubert Waffen mit Holy, so dass Skelette nicht mehr aufstehen, wenn man sie einmal damit umgebracht hat. Und lässt Waffen mit Wisdom skalieren. Und ich habe einige Schriften gefunden, die man nur mit Seek Guidance sieht. Allerdings hätte ich es viel besser gefunden, wenn das ein Miracle ist, das wirklich permanent aktiv ist. So, und der wird uns wahrscheinlich nicht erreichen, weil er eine ganz schlechte Kurvenlage hat. Sage ich ja. So, wie viel HP habe ich? Nicht genug für den Sprung. Und der hier auch, Rückwärtsgang und tot. Keine Ahnung, was mit den Leuten hier los ist. So, und jetzt mit Anlauf und Mut. Anlauf, sagte ich. Genau. Sonst fällt man daneben. Und noch ein. Hier ist nichts mehr. Guck mal, wer das steht. Hallo, mein Freund. Na, erkennst du mich wieder? Ah? Yes, hello. I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? You know who I am. Oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Purchase item. Wir kriegen wahrscheinlich erst beim zweiten Dialog mit Patches die Möglichkeit, einen neuen Emote zu lernen. Dann holen wir uns mal die Katharina-Sachen. Und dann vielleicht nochmal das. Coins brauche ich später irgendwann. Und Winged Spear ist für unsere Skillung nicht geeignet. Nicht gut. Thanks, Sweeting. Ja, ja, Sweetie. So, fahren wir mal die Abkürzung hoch. Wir werden Patches ja auch bald wiedersehen, so ist es ja nicht. Tatsächlich könnten wir ihn jederzeit im Firelink Shrine jetzt erscheinen lassen. Der hier ist non-hostile.
darf aber trotzdem sterben. Weil von ihm kriegen wir den Red Sign Soapstone. Und der liest sich wie folgt. Online-Play-Item. Create a hostile raid invasion sign. Be summoned to another world as a dark spirit and defeat the host of embers to gain the strength of fire. Not all dark spirits are unsporting or they wouldn't make use of this soapstone. Was das hier für hässliche Schwabbelviecher sind, kann ich euch nicht sagen. Ich hab noch massive Kopfschmerzen mit denen, was die eigentlich wirklich sind, woher sie kommen und was die hier wollen. Da unter uns ist der Riese. Und ein Schwabbel versucht hier hochzuklettern oder er ist abgestürzt und hält sich irgendwo dran fest. Und die Flüssigkeit fließt hier die Wand runter und sie kommt von hier. Und wenn man sich so diese Türen anguckt, wo die Schwabbels da festgenagelt sind, da und da, dann sieht die Tür nicht so aus, als ob jemand wollte, dass man da durchgehen kann. Sieht eher aus wie verschlossen zu halten, ne? So, und wenn wir die hier aufmachen, dann finden wir ein kleines Sanctuary. Und wir finden Krippen und eine Zelle, die so ein bisschen luftig anmutet. Beziehungsweise ein Bett. Das ist ja noch keine Zelle. Der ganze Raum ist ja eher so eine Zelle. Die Krippen könnten eine Anspielung sein. Wir werden aber erst uns sehr spät im Spiel mit der befassen. Helm of Thorns, weil wir Kirk getötet haben. Das hier ist Rosaria. Und sie kann nicht reden, sie hat keine Zunge. Und wir können nichts machen, weil wir keine Zungen haben. Wenn man ihren Covenant anschließt, dann verliert man die Möglichkeit für die Quests für Ciri. Sirien? Ciris. Und ich hatte ja mal die Vermutung aufgestellt, dass das hier Guinevere sein könnte. Allerdings bin ich jetzt eher der Meinung, dass das eine von Guinevere's Töchtern ist. Habe auch eine ganz spezielle Meinung, wer sie sein könnte. Aber das dauert noch. Das dauert noch wirklich einen kleinen Moment, bis wir dahin kommen. Und was diese ganzen Schleimbolzen mit der zu tun haben, damit habe ich noch so meine Kopfschmerzen. Es gibt einen Trigger, wie man Yellowfinger hierher kriegt. Und dann ist Yellowfinger zu so einem Schleim mutiert. Zu so einem hässlichen Blob. Ich hatte das, glaube ich, bei meinem Blind Playthrough, beim ersten Mal, war das so, dass da Yellowfinger als Blob herumlag. Man betrat den Raum und da lag halt so eine Made rum, die konnte man töten, die war non-hostile und sie hatte das Set von Yellowfinger. Also in Dark Souls Sprache bedeutet das, das war Yellowfinger. Gut, den Fahrstuhl da hinten hatten wir ja schon aktiviert. Dann können wir direkt mal durchrennen. Man kann allerdings auch mit Yellowfinger ein bisschen Freundschaft schließen und kriegt von der ein ziemlich süßes eine ziemlich süße Gesture. Aber dafür müssten wir wirklich dem Covenant beitreten und das will ich nicht. Ich möchte die Quest von Sirius machen. Und die heben sich nochmal gegenseitig auf. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Bossraum, falls euch das noch nicht aufgefallen ist, was wir hier gerade machen. Das ist ein bisschen frickelige Angelegenheit hier. Mit den beiden Cathedral Knights auf so engen Raum. Auf jeden Fall scheinen die ja hier alle ziemlich taub zu sein. Was jetzt einfach mal ein gutes Zeichen ist. Und man kann sich an beide anschleichen und denen einen Backstep verpassen, was dann allerdings den anderen aggroht. Dann hat man zwei Typen am Arsch. Die sind halt, ja,
Oh, Deacon's Rope, geil. Die sind halt ziemlich humorlos, die Leute. Deswegen holen wir uns erstmal den Schwert-Tiny. Und machen die nacheinander. Verzichten auf den Backstep. Ja, nun komm nun. Ja, das kannst du schon mal sehr gut. Okay, was war das? Na, ich wollte hinter ihn rollen. Ungefähr so. Schon wieder! Das war die Animation für den Backstep, aber die ist nicht durchgekommen. Da, schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Muss ich dich halt ohne Backstep töten, aber was für ein Ärgernis. Zwei Estes Flasks verbraten für den Typen. Man kann die hier wunderbar farmen, wenn man erstmal den Boss besiegt hat. So viel zum Backstep von dem Kerl, aber besser als wenn sich so ein Selbstmörder mir in den Rücken stürzt. Och komm, der hat überlebt? Ich glaub's nicht. Oh geil, spreng den Typen in die Luft. Hat's geklappt? Nee, hat wohl nicht geklappt. Schade. Na komm, beweg dich da mal raus. Ja, wenigstens hat das jetzt funktioniert. Lesen wir uns gleich mal die Deacon's Rope vor. Vorher die beiden. Habt ihr Loot für mich? Loot? Irgendwas? Okay, wenn nicht. Hier finden wir Andri und Horace. Andri. Horace. Und noch weiter unten finden wir... Im Moment niemand, weil wir die Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Ich glaube, hier unten kann man noch den Pale Shade finden. Das geht aber nicht mehr, weil wir uns das Dark Sigil geheilt haben. Und Sirien kann da unten gefunden werden, wenn man sie in einer anderen Reihenfolge kennenlernt. Wir lernen sie ja noch ein bisschen später etwas besser kennen. Man kann ja auch erstmal durch den Sumpf gehen, was, glaube ich, sie dann hier freischalten würde. Wir haben nur noch 3 Estes Flask Shards. Dann sehe ich mich gezwungen, andere Mittel zu ergreifen für diesen Bosskampf. Mal schauen, ob das klappt. Ansonsten gibt es ja immer noch das magische Videobearbeitungsprogramm. Und Andrea of Astora und Horace the Hushed, ich beschwöre sie jetzt einfach mal für ihre NPC-Quest. Damit wir mit ihnen gleich im Nexus reden können. Firelingsschrein. So, dann sind die jetzt ja alle da, dann können wir ja loslegen. Oder? Ja, wunderbar. Na dann los. Fliegt, meine Kinder! Yay! So, wo ist der nächste? Da hinten, okay. Nee, hier ist er doch gar nicht mehr. Moment. Und hoch mit euch. Das ist so geil. Der nächste, wo ist der? Wo ist er denn jetzt? Ich bin blind. Ich sehe ihn nicht. Der ist wieder da hinten gespawnt, weil wir so viele hier vorne getötet haben mit der Waffe.
So, jetzt lande mal in der Mitte da, damit ich wieder ein paar Leute hochfliegen lassen kann. Oh. Okay, dann muss ich ja wieder außen rumlaufen, wa? Bis wir den Typen finden. Ah, da hinten war was rot. Wunderbar. Hallo. Man kann sie auch backstabben, falls ihr euch das gerade fragt, aber... Für was? Bleib mir weg. Wo ist denn der nächste jetzt? Mensch. Da ist er. Jetzt geht's los. Ich hatte wirklich gehofft, ich kann die... Ganz wichtig für mich jetzt persönlich, Moment. Ein paar dieser Dicken direkt fliegen zu schicken. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Geht mal alle dahin, wo ich die Skulls hinwerfe, ja? Dankeschön. Tschüssi! Ach, ist das nicht schön, wenn man fliegen kann. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir mit euch. Alle weg. 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 Tschüss. Beruhig dich, Horace. Chill mal, Bro. Mann, was ist denn hier mit den Leuten los, ey? Light Bonfire. Okay, wir müssen da nochmal hin. Wir müssen hier auch nochmal hin zurück. In welcher Reihenfolge machen wir das denn jetzt bloß? Jetzt haben wir echt auch ziemlich viel Lore vor uns. Wenn ich mich jetzt einfach nur hier hinsetze, reicht das schon? Ja, es reicht, wunderbar. Dann nehme ich einmal das hier mit. Und dann renne ich noch einmal zum Riesen. Und dann benutze ich da hinten einfach den Homeward Bone. Das geht auch. So. Und hier lassen sich jetzt eben mit diesem Bonfire lassen sich die Cathedral Knights hier gut farmen. Wenn man jetzt unbedingt deren Equipment will, das ist halt der beste Farmspot dafür. Ich bin jetzt aber wegen dem Typen hergekommen. Schade, ich hatte wirklich gehofft, ich treffe den Schleim auch nochmal. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der hätte schon zugeschlagen. So ein Ärgernis. Ich lade die Angriffe hier wahnsinnig gerne auf, weil diese Schleims, die kriegen halt richtig schön Schaden, wenn man so einen schweren Angriff auflädt. Ah, bleib doch einfach liegen, Mann. Upsala, weg hier. Ah, da ist sich wieder hingesetzt. So, es wäre schön, wenn ihr mir nicht mehr im Weg seid. Nein, da bewegt er seinen Fuß noch weg, so bescheuert. Wo ist der Fuß da? Au. Oh oh. Hier sind immer noch so viele von euch. Schlaf gut, du armer Riese. Ja, mit den Riesen kann man nicht wütend sein. Das sind hier arme, arme Schweine. Sklaven.
gefangen. Jetzt finden wir diese ganze Drag-Ausrüstung, was auf Drang Lake anspielt. Die hatten natürlich vorher andere Namen. In Dark Souls 2 hießen diese Rüstungssets irgendwas mit Lillen, Willen oder irgendwie so ein Quatsch. Na komm schon. Und die Rüstung war in Teil 2 ziemlich gut. Richtig gut. Sie hatte für ihr geringes Gewicht wahnsinnig gute Attribute. Pale Tank. Jetzt können wir mit der Pale Tank auch eine Quest anstoßen und oben bei Rosarias Fingers unser Aussehen verändern oder reskillen. Und jetzt einfach mal, um Zeit zu sparen. Tschüss. So, jetzt wird es ziemlich lore-lastig. Fangen wir einfach mal mit Andri an. Das geht am schnellsten. Hallo, Andri. Oh, and we meet again. We spoke before on the Road of Sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldridge's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies and so become. Okay, das hat hier ein Pilgrim und die Puppe gesagt, ja? Zufälligerweise haben wir auch eine Puppe bekommen in seinem Coffin. Small silverwork doll depicting a young squire. In the legendary old city of Irithyll, situated in the Boreal Valley, the Pontiff Sullivan gave this doll to valued subjects so that they might use it to cross the barrier when they return home. Listen carefully and you can hear it say, wherever you go, the moon still sets in Irithyll. Wherever you may be, Irithyll is your home. Und wieder sehr aussagekräftige Kommentare. Gut, dann geben wir ihm hier mal eben die Zunge, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Beziehungsweise sagen wir ihm, dass wir eine haben. Now invade and if you come on, give yourself. Okay, der hat nichts. Ist ja interessant. Dann machen wir mal weiter mit den Seelen. Und seine Seele besteht eben aus vielen, vielen kleinen Fragmenten, völlig zerspalten. Und sie ist blau, auch ganz wichtig zu erwähnen. Soul of the Deacons of the Deep, one of the twisted souls, steeped in strength. Used to acquire many souls, transforms, bla bla. After Aldridge left for the Boreal Valley, Archdeacon Royce remained in the cathedral with the high priests to keep eternal watch over their master's coffin. Hier lernen wir jetzt den zweiten der drei Archdeacons kennen, Royce. Und die Archdeacons sehen Aldridge als ihren Meister an. Aha, that returns up. Was sagen uns denn die Gegenstände, die wir dafür kriegen könnten? Sorcery of Archdeacon Royce and his deacons, said to have been imparted to them by MacDonald of the Boreal Valley. Jetzt lernen wir auch noch den dritten kennen, und zwar MacDonald. Den sehen wir nachher auch nochmal. Später. Fire's Dark Soul Drags. Souls which swell from the deep, pursue their target, drawn towards life. Und das Ding könnten wir auch nochmal kriegen. Candlestick used as both sword and catalyst. Used for worship by the Deacons of the Deep. The Deacons, under the guidance of Archdeacon MacDonald, became both cleric man and sorcerers. Und die Spezialfähigkeit ist Guiding Light. A candle provides a temporary source of light, which reveals additional guidance. Interessant ist, dass hier beides Sorceries sind. Also das hier ist eine Sorcery von einem Deacon und mit dem hier kann man Zauber casten. Und nicht Miracles, was ja eigentlich ziemlich interessant ist, wenn man bedenkt, das war eine Kirche, ne, und man möchte meinen, dass man da alles Miracle-lastig hat.
Aber in dem Fall nein, es ist sehr Sorcery-lastig. Was auch noch... Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, dann, wenn wir Sullivan kennenlernen. Seine Sorcery-lastigkeit. Und für dich, meine Kleine, habe ich auch noch was. A Braille Divine Tome of the Deep, belonging to the Deacons of the Cathedral. Give this to a storyteller to Lord Miracles of the Deep. Intended to teach divine protection to the Deacons of the Deep. But later, dark tales were added to its pages, such that is it is how now considered a thing profane. Oh, champion of Ash. Oh, champion of Ash, this divine tome. These are dark tales, of course, only the little creatures. Schade, dass sie nicht spezifisch auf diese beiden Dunklen eingeht, sondern einfach nur uns vollquatscht, dass das alles verboten ist. Sable Church of London. Und jetzt haben wir hier Deep Protection und genau, beide auch noch sehr wichtig. Dieses Miracle ist übrigens echt ziemlich stark, Deep Protection. Also es ist wirklich richtig stark, aber wir kaufen bei ihr keine Dark Miracles, nicht ein einziges. Wir wollen ja ihre Questline abschließen. Miracles taught to ingerate the Deacons of the Cathedral of the Deep. Slightly boosts attack, damage absorption, and resistance, while also increasing stamina recovery speed. The Deep was originally a peaceful and sacred place, but became the final rest for many abhorrent things. This tale of the Deep offers protection for those who worship amidst those horrors. Dark Miracle taught in the Cathedral of the Deep summons insect swarms to feed on foes. This insects, which lurks in the deep, have tiny jaws lined with fangs to tear open the skin and burrow it into the flesh in the blink of an eye, causing intense bleeding. Also was unten uns in sozusagen im Deep erwartet, sind kleine Kreaturen, die so an einem rumnagen. Und das ist auch das, was sie hier ständig murmelt. Oh, Champion, do you wish to hear? Wenn man jetzt bei ihr schwarze Miracles kaufen würde, dann würde sie ständig davon erzählen, wie da die Viecher an ihr rumnagen. You know, in my home of I would be pleased, although to be honest, but if I have, oh, terribly, have a... Weil sie mit jedem erzählten Miracle sozusagen tiefer sinkt, noch tiefer in the deep hinein, begegnet sie irgendwann diesen kleinen Kreaturen, die an ihrem Fleisch nagen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass sie noch tiefer sinkt, also tiefer in the deep absteigt. Oh, hello. And in one. You can keep them. Schade, Grey Red. Ich hatte gehofft, du willst vielleicht mal los. Es gibt da so ein paar Dinge, die ich gerne hätte von dir. Goodbye. Goodbye and stay safe. Er ist nicht da, dann ist er wahrscheinlich beim Grab. Hallo Mädchen. So, ich skille jetzt in Faith rein. Alle, die Gefallen an diesem aktuellen Bild gefunden haben und das so weitermachen möchten, insistieren natürlich in Stärke, Vitality, Endurance, Vigor. Ne? Das bleibt dabei. Wir gehen jetzt ja den Weg des Paladins, also an dieser Stelle trennen sich sozusagen unsere Wege. Und ich skille jetzt Faith erstmal auf 18, konzentriere mich dann wieder auf Vitality, Endurance und Vigor, dass die vielleicht auch mal so irgendwie in den 18er Bereich kommen. Vigor wird wahrscheinlich nie höher als 20 kommen. Endurance und Vitality 20, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Faith irgendwann 30 und danach sehen wir weiter. Später möchte ich nämlich Waffen benutzen, die groß, schwer sind und richtig Kabums machen, die viel Kraft brauchen, um sie zu schwingen und die auch noch davon profitieren, dass man einen hohen Faith-Wert hat. Und für alle, denen das so gefällt, wie es jetzt ist und sagen, nö, ich möchte weiterhin richtig, richtig schwere Waffen schwingen können und auch weiterhin irgendwie so der Stärke-Charakter sein, die skillen jetzt einfach weiter, so wie wir das bis jetzt auch immer gemacht haben und gehen nicht auf Faith.
Man kann die Skillung ja auch 1:1 nachspielen und jedes Mal, wenn ich einen Punkt in Faith setze, setzt ihr einfach einen in Stärke. Und jedes Mal, wenn ich Vitality skille, skillt ihr Wit und so weiter und so weiter. So, Seek Guidance. To soothe the dark sigil, pillage the firekeeper grave. The firekeeper's grave. Was wir jetzt hier draus gelernt haben ist, FromSoft hat eine versteckte Nachricht für alle hinterlassen, die das Dark Sigil loswerden möchten. Und dass das hier offiziell Firekeeper Grave heißt. Finde ich auch gar nicht mal so uninteressant, um ehrlich zu sein. Dass das Ding einen richtigen Namen hat. Jetzt holen wir uns aber erstmal Patches ins Haus und kümmern uns um Siegmeier auf Katharina. Ich hätte gedacht, das war wahrscheinlich optisch irgendwie eine Verwirrung von mir, dass da eine Nachricht hinterlassen war, aber... Ist auch schade, dass sie so lange brauchen zum Aufleuchten. So, dass man an denen auch vorbeirennen kann. Trotz des aktiven Miracles kann man an denen einfach vorbeirauschen, ohne es mitzukriegen, dass da eine Nachricht war. Viele sagen dazu auch, dass Seek Guidance so ziemlich nutzlos ist. Dem kann ich mich nur anschließen, allerdings finde ich es interessant, dass dort so Informationen versteckt sind. So, jetzt passt mal auf, wir achten auf diese Tür da vorne. Klatsch, zugefallen. Dann recaste ich das nochmal. Ich möchte sehen, ob es da oben noch eine Nachricht gibt von den Entwicklern. Aber das sieht nicht so aus. Also haben sie nur am Fuß eine Nachricht hinterlassen, nicht hier oben im Turm. Ab nach unten! Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're amongst your own. Plenty of company, right? Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Oh, no matter. Ja, man kann jetzt natürlich hier wieder runterspringen. Aber diese Peinlichkeit erspare ich mir jetzt. Wofür hat man eigentlich Homeward Bones, wenn man sie nie benutzt? Und was für ein Idiot ist Patches, wenn er annimmt, dass Untote sowas nicht bei sich haben. Ach, da bist du ja wieder. Mensch, jetzt haben wir dich vergessen, am Grab zu besuchen. Wo er ja nochmal einen anderen Dialog hat. Ach was. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Nicht vergeben, wichtig.
Oh, for heaven's sake, no need to jest with a face like that. You're still alive, and I'm here groveling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper, huh? Dankeschön. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Ah, I see you've met Grayrat. The slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Ah, I still stand. Jetzt verkauft er seinen Ring. Ich glaube, den hat er vorher nicht verkauft, ne? Can't find anything you like. Well, you could try looking a little hard. So, jetzt haben wir nochmal eine Goldcoin abgestaubt. Und jetzt gehen wir zu Sigmar auf Katharina. Oh, Sigward. Und kümmern uns, dass er seine Rüstung zurückkriegt. Schmeißen einfach die Rüstungen in den Brunnen auf den Kopf. Rejoice! No need to worry about me. With my trusty suit of armor, I'll be out of... Until we meet again, my good friend. Oh. Er ist ja so ein cooler NPC. Hallo Jungs. Yay! Wunderbar, wunderbar. Dann hätten wir dieses Gebiet hier mal für uns abgeschlossen. Alles eingesammelt, wenn ich mich nicht täusche. Waren wir überall, haben alles mitgenommen. Wir waren ganz oben, wir waren in der Mitte, wir waren ganz unten bei den Riesen. Yep, ich denke, wir haben hier alles. Okay, das war's für Episode 12 erstmal. Ich denke, wir werden noch sehr viel auf den Deep zu sprechen kommen. Spätestens ab dem Boreal Valley, wenn wir Pantef Sullivan getroffen haben. Und bis zur nächsten Episode verneige ich mich für euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.